Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr euch für dieses besondere Filmprojekt entschieden habt, bei dem ich euch jetzt gleich ganz, ganz viel Spaß wünsche. Bevor Zauberzackedos jedoch losgeht, hier noch ein paar Hintergrundinfos. Das, was ihr hier seht, das sind die Originalfiguren des Handpuppenstücks Zauberer Zackedos, welches schon viele Jahrzehnte alt ist. Ungefähr 2002 bzw. 2003 bekam ich von meinem Onkel das Drehbuch zu Zauberer Zackedos geschenkt, wie auch das Drehbuch zu Der Kartoffelkönig. Und in den Jahren danach gab es nie so wirklich die Möglichkeit, so eine wundervolle Geschichte auch in Szene zu setzen, weil sie sehr aufwendig zu gestalten war. Mittlerweile haben wir diese technischen Möglichkeiten und deswegen haben wir diese ganz alte wie auch wunderschöne Geschichte nochmal rausgeholt und sie bearbeitet. Hier seht ihr jetzt auch noch Fotos vom Original-Drehbuch und hier auch noch mal ein paar weitere Skizzen und zusätzliches Material zu dem Originalstück. Das, was ihr hier seht, ja, so sahen viele Hintergründe von uns im Film aus. Wir haben sehr viel mit einem grünen Hintergrund gearbeitet, beziehungsweise teilweise grünem Hintergrund. Anders als im Original gab es nicht nur ein Schloss, sondern zwei. Und hier seht ihr auch zum Beispiel unsere Wachen, unsere Figuren, die nur mit Pike gedreht wurden. Und die restliche Rüstung, die wurde dann später am Computer zusätzlich animiert. Jetzt seht ihr noch ein paar Originalszenen, wie wir die Figuren abgedreht haben. Das heißt, außer den Marionetten, die teilweise nochmal später in der Postproduktion nachgearbeitet wurden oder nachbearbeitet wurden, ist alles am Computer entstanden. Die Hintergründe, die Requisiten, die Spezialeffekte, mit Ausnahme der Szenen der Kartoffeln, die hier in dem Film einen Gastauftritt haben, oder halt auch die Szenen mit Fiete und Kati, den beiden Erzählern, welche ihr ja auch schon vom Kartoffelkönig her kennt. Es war ein sehr, sehr aufwendiges Projekt, wenn nicht sogar das computeranimationsmäßig aufwendigste Projekt für Keduma überhaupt bis jetzt. Aber es hat riesengroßen Spaß gemacht. Und wir fanden es auch richtig toll, zum Beispiel auch den Kartoffelkönig leicht in die Geschichte Zauberer Zackedos einzuarbeiten, so dass die beiden Geschichten zusammenhängend waren, aber trotzdem auch eigenständig für sich blieben. Jetzt seht ihr noch ein paar Szenen in der Bearbeitung, so wie ihr sie jetzt gleich im Film seht. Und am Ende der Geschichte kommt noch eine große Überraschung, also ne, achtet drauf. Und ja, wir sehen uns wieder bei unserem nächsten Projekt, und zwar spätestens bei Der Kartoffelkönig 2. Und jetzt viel Spaß mit Zauberer Zackedos.
Willkommen zurück im wunderschönen Dorfkanton Kublatt in Euland. Für die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Fiete. Schön, euch alle wieder zu sehen und natürlich auch willkommen zurück in meinem Garten, dessen Einwohner nach wie vor Kartoffelland zu ihm sagen. Doch heute will ich nicht über den Kartoffelkönig Töffelchen den Ersten reden, sondern über eine ganz andere Geschichte. Eine Geschichte, die nicht hier, sondern weit weg im Orient spielt. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, warum ich nicht direkt mit der Geschichte anfange, richtig? Nun, da gibt es ein Problem. Ich weiß nämlich nicht mehr, wie die Geschichte anfing. Glücklicherweise kenne ich jemanden, der das wissen müsste. Meine gute alte Freundin Kati Krähe. Dann rufe ich sie mal. Kati! Kati! Hallo Fiete, warum schreist du denn wieder so? Krah! Hallo Kati, wir haben wieder Besuch und ich brauche den Anfang. Welchen Anfang denn, Krah? Na, den Anfang von der Geschichte. Welcher Geschichte denn? Na, das sagte ich doch gerade. Oder nicht? Du sagtest nur, du bräuchtest den Anfang. Und jetzt, dass du den Anfang einer Geschichte brauchst, mehr hast du mir noch nicht erzählt. Oh, dann verzeih, ich werd alt. Ich meinte die Geschichte von Zauberer Zakedos. Ach so, die Geschichte meinst du? Ja, die kenne ich noch gut. Na, hervorragend! Und wie beginnt die Geschichte nochmal? Was kriege ich denn dafür, wenn ich es dir verrate, Krah? Ach, Kati, willst du wirklich meine Notlage schamlos ausnutzen? Mal kurz überlegen. Ja, will ich. Also gut, was willst du? 2 Eimer Erdbeer-Leberwurst-Pudding? Ach, Kati, dein Ernst? Du bist ein altes Schwein. Ich kenne niemanden außer dir, der so versessen auf diesen widerlichen Erdbeer-Leberwurst-Pudding ist. Ich bin kein Schwein, Krah. Ich bin eine Krähe. Also, was ist jetzt? Deal oder kein Deal? Also gut, Deal. Nach der Geschichte lasse ich mich von Bruder Benedikt wieder mit der Pferdekutsche zum Dorfkanton Eselsohr fahren und bringe dir einen Eimer mit. 2 Eimer. Na also gut, 2 Eimer. Versprochen. Und wie geht die Geschichte von Zauberer Zakedos jetzt los? Nun, natürlich, wie jede gute Geschichte losgeht. Mit Es war einmal. Sehr witzig. Das bringt mir jetzt aber viel. Geht es vielleicht etwas genauer? Also gut, es war einmal vor langer Zeit im Orient. In einem großen dunklen Wald stand einst ein gesacktes Schloss aus Scherben. Darin lebte der gefürchtete Zauberer Zakedos. Eines Tages zog ein großes Unwetter über den Wald auf. Doch das Unwetter war keine Naturgewalt. Es war das Ergebnis eines mächtigen und schlimmen Zaubers, heraufbeschworen von Zakedos. Die Natur hat vielleicht ihren Willen, aber mein Wille ist stärker. Ich mache und lasse, was mir gefällt. Ich mache mir die Natur zu meinen Untertan. Erst die Natur und dann die Menschen.
Komm, dich zu warnen, Zauberer Zakalos. Warnen? Vor wem? Vor was? Vor deiner eigenen Macht. Vor deinem Tod. Dann bist du also der Todesengel. Puh. Schleich dich. Warne Kinder auf den Straßen. Warne das Menschlein an steiler Felswand. Warne den Segler auf hoher See vor Sturm. Warne von mir aus auch die Maus vor der Katz. Aber warne nicht mich. Bloß nicht. Ich habe Macht. Ich will die Macht gebrauchen. Ja, ich bin der Todesengel. Du sollst deine Macht auch gebrauchen. Aber nutze deine Macht zum Guten. Schleich dich. Verschwinde. Was ist gut, was ist schlecht. Ich mache, was ich will. Auch ich habe Macht. Macht, dich zu zwingen, Zakalos. Woher nimmst du diese Macht? Meine Macht ist mein hohes Alter und meine Unsterblichkeit. Außerdem sind Raum und Zeit auf meiner Seite, wenn ich es will. Diese Macht bringt der Stand als Todesengel so mit sich. Schleich dich, verschwind. Deine glatten Worte und dein runder Kopf stören mich schon lange. Geh! Es reizt mich sonst, dir etwas Gutes anzutun. Gut für mich, schlecht für dich. Ich hatte dich gewarnt und werde es kein zweites Mal machen, Zakalos. Wenn du dich nicht schnellstmöglich änderst, wird dein Ende nah sein. Ha! Der alte Knochensammler glaubt wohl, er könnte mich erschrecken. Mich! Den mächtigen Zauberer Zakalos. Niemals. Ich habe noch viel Schlechtes mit meiner Macht vor. Und dieses Vorhaben lasse ich mir von niemanden kaputt machen. Doch fürs Erste habe ich erst einmal genug im Wald gewütet. Und gehe wieder zurück. Zurück in mein schönes Zackenschloss. Aus Scherben. Ja. Yeah. Ich muss mich ja auch noch umziehen. Moment. Nee, das war zwar schnell gezaubert, aber viel besser ist es nicht. Ja, so ist es besser. Rot passt zu mir. Ich muss ja schließlich gut aussehen, wenn ich später dem König und der Prinzessin gegenüberstehe, um ihnen zu verkünden, mein Reich zu erweitern. Etwas später im Königsschloss ahnte man noch nichts von der drohenden Gefahr, die von Zakalos ausging. Der Tag im Schloss des Königs fing harmlos an. Schon früh am Morgen unterhielt sich der König mit seinem Minister. Orbasan, ich möchte dir seit langer Zeit schon sagen, dass ich gar nicht mehr weiß, was du mir mehr bist, Minister oder Freund. Mein König, unser gleiches Alter und das gemeinsame Glück, in so einem prachtvollen Reich zu leben, machten uns vertraut. Da ihr mir so offen eure Gefühle sagt, muss ich euch auch noch etwas sagen. Es gab einmal eine Zeit, da wäre ich selbst gern König gewesen. Still jetzt! Sonst nenne ich dich nicht mehr meinen stillen Vertrauten, Orbasan. Das darf ich aber noch sagen, dass ich euch jetzt mit Freude mein König nenne, wie alle, vom Koch bis zur Wache, euch nennen dürfen, mein König.
Wenn du mich in Krankheit und Abwesenheit vertreten musstest, wurden deine Entscheidungen genauso gehört und befolgt wie meine, lieber Orbasan. Auf eine Entscheidung bin ich sogar besonders stolz, dass ich Shadidja als Hofdame hierher geholt habe. Ja, ich auch. Meine Tochter liebt Shadidja sehr, wie eine Schwester. Einen guten Tag wünsche ich euch, eure Hoheit. Hallo Kasim, mein Diener. Wie geht es dem Wachtmann Salenkos? Er macht schon wieder seinen Dienst, eure Hoheit. Rufe die beiden doch bitte zu mir, Kasim. Zu Befehl, eure Hoheit. Schön, dass ihr gekommen seid, mein treuer Salenkos. Wie geht es dir? Da haben wir 10 Jahre Frieden im Land und nichts passiert. Und dann wirst du von einem Ochsen verwundet. Der Ochse ist jetzt aber zahm, fromm wie ein Lamm. Und ich habe mich, als ich wieder einigermaßen gesund war, einmal um ihn gekümmert und alle Unklarheiten zwischen dem Tier und mir aus dem Weg geräumt, wenn ihr versteht. Du kämpfst wohl gerne. Nein, mein König. Aber wenn man den Krieg nicht will, muss man den Frieden bereiten. Das gilt auch für das Auskommen mit den Tieren. Ich löse Probleme lieber mit den Händen als mit der Waffe. Du bist ein richtiger Philosoph. Ja, mein König. Das sage ich auch immer zu ihm. Mein König. Eure Tochter Prinzessin Aisha wünscht euch zu sprechen. Meine Tochter ist mir immer willkommen. Lasse sie zu mir, Diener Kasim. Jawohl, eure Hoheit. Salenkos, mögen deine Wunden bald ganz verheilt sein. Und jetzt lass mich bitte mit meiner Tochter allein. Wir reden später weiter. Vielen Dank, Herr König. Sehr gerne, königliche Hoheit. Mein Vater, ich komme mit Shadidja zu dir. Bitte entbinde sie von ihren Pflichten als Hofdame und lasse sie mir eine persönliche Vertraute sein. Wir sind uns wie Schwestern zugetan. Mein Kind, ich habe es schon längst bemerkt. Ich bereue nicht, dass es sich so gefügt hat. Aisha, es sei so, wie du es wünschst. Danke, Vater. Danke, Eure Majestät. Mein König, wir sind machtlos gegen seine Kräfte. Er drang unerlaubt in euer Schloss ein. Von wem sprichst du, Salenkos? Er spricht von mir. Wer seid ihr und was wollt ihr? Wer seid ihr und was wollt ihr? Wer bist du schon? Du Wurm. Ich werde dir zeigen, wer ich bin. Prinzessin Aisha, die Spitzen eurer Krone gefallen mir sehr. Aber mir gefällt nicht nur eure Krone. Vater, Vater! Schluss jetzt mit Vater. Du gehörst mir. Weg mit euch allen. Vater, ich habe Angst. Ist das wirklich das, was du willst? Sag mir das! Schleich dich. Ich habe dir vorhin schon gesagt, dass ich dich nicht sehen will. Der Todesengel ist endlich wieder weg und niemand kann mich aufhalten. Ich verkünde nun, dass dieses Schloss mein neues Schloss wird und dieses Reich nun mein neues Reich wird. Aus diesem Schloss mache ich nun ein neues Zackenschloss, noch schöner und größer als mein altes. Mit mir als alleinigen Herrscher über alles und jeden hier. Teller, Krüge, Vasen, Fenstergläser, zersprengt und clear, werdet alle zu einem riesigen Scherbenberg. Was?
passiert? Und was passiert jetzt? Hey, du Zauberer, was machst du mit unserem schönen Zuhause? Schweig, Prinzessin. Oh, diese Sonne am Himmel. Wolkenhaufen bedecken sie doch wieder. Es soll ewige Nacht herrschen und mein Scherbenberg wachse. Und nun zu dir, Prinzessin Aisha. Du wirst deine Lieben nie wiedersehen. Ich schmeiße sie alle mit meiner Zauberkraft wie Müll auf die Straße. Und dich mache ich zu meiner Frau. Ich, der mächtige Zauberer Zakedos. Und so geschah es. Die Schreckensherrschaft von Zakedos hatte begonnen. Stunden wurden zu Tage. Und aus Tagen wurden Wochen. Wochen, in denen Prinzessin Aisha nur noch Zakedos zu Gesicht bekam und immer trauriger wurde. Beim bösen Zauberer Zakedos in dem gezackten Zackenschloss, wo alles spitz und zackig ward, da leb ich, die Prinzessin zart. Mit Zittern und mit Zagen, wem kann mein Leid ich klagen? Ich bin der Zauberer Zakedos in meinem gezackten Zackenschloss, wo alles spitz und zackig ward. Da bleibt doch die Prinzessin zart. Komm, Prinzessin Aisha. Nein, warte. Der Name Aisha klingt für mich viel zu glatt. So glatt wie die Sonne. Pfui! Schade, dass die Sonne so weit weg ist, dass meine Macht ihr kaum was anhaben kann. Auch wenn sie hinter den Wolken ist, so ist sie dennoch da. Und sie ist glatt und rund. Bleh. Gerne würde ich sie zackig zaubern. Na, ist dir jetzt auch egal. Für dich finde ich auch noch einen passenderen Namen, Prinzessin. Komm erstmal mit mir in den Badebereich des Schlosses. Dort kannst du dann meinen mit Pilz befallenen Füße massieren. Der König und sein Gefolge irrten seit Tagen durch den großen, finsteren Wald in der Nähe des alten Zackenschlosses von Zakedos. Sie waren auf dem Weg zum Jagdschloss des Königs. Dort meinten sie, vorerst vor der Macht des Zauberers sicher zu sein. Nun ist im alten Zackenschloss auch nichts Fressbares mehr und ich habe schon wieder Hunger. Und dabei denke ich nur einmal am Tag ans Fressen. Von 0 bis 24 Uhr durchgehend. Gibt es überhaupt noch vernünftiges Essen, jetzt wo Zauberer Zakedos dieses Reich regiert? Ja, solange es noch irgendwo Soto gibt, dann kann es ja nicht so schlimm sein. Ja, dann will ich mal weiter. Mein armes Kind! Jeder Befreiungsversuch würde zurzeit missglücken. Keine Macht kommt gegen diesen Zakedos an. Aber nicht nur wir leiden, auch euer Volk leidet, mein König! Seht den Wald! Welch schreckliche Veränderung! Wie habe ich diesen Ort geliebt, bevor dieser Zauberer hier lebte und der Wald so finster und trostlos wurde. Was ist mit den Blumen und Bäumen passiert? Das ist das Werk des Zauberers Zakedos. Pfui, Teufel! Hey, sowas sagt man nicht. Auch wenn du recht hast. Was soll ich denn sonst sagen? Pfui, Gänseblümchen? Königliche Hoheit! Prinz Balduin, ihr hier! Eure Majestät, so muss ich euch in dieser schlimmen Zeit wiedersehen. Ich freue mich,
dass ihr wohlauf seid mit euren Leuten, jedoch hätten mir andere Umstände besser gefallen. Als mich die Schreckensnachricht bezüglich Prinzessin Aisha erreichte, wollte ich zu euch. Meines Vaters Schloss im Nachbarland steht euch jederzeit offen. Habt Dank, Prinz Balduin. Wir sind auf dem Weg in mein Jagdschloss. Dort werden wir vorerst bleiben. Ich möchte wenigstens in der Nähe meiner Tochter sein. Zumindest so nah wie möglich. Es muss doch einen Weg zur Rettung eurer Tochter geben. Bis jetzt fehlen uns aber die Ideen. Wollt ihr uns nicht begleiten, Prinz? Hoheit, lasst mich auch noch das letzte Stück des Weges gehen, zu dem Ort, wo die Prinzessin gefangen gehalten wird. Alles Gute und passt auf euch auf! Nichts kann ich für diesen armen Vater machen und leider auch nichts für seine Tochter, Aisha, meine geliebte Prinzessin. Oh Aisha, ich habe Angst. Oh je, kommt jetzt schon der Todesengel zu mir, um mich zu holen? So jung wie ich bin? Ich komme nicht, um abzurufen, sondern um aufzurufen. Du kannst helfen. Der eigene Zauber soll sich gegen ihn wenden. Der eigene Zauber soll sich gegen ihn wenden? Zauberer Zakados hasst alles, was rund ist, und er liebt alles, was spitz ist. Habe ich gehört. Schnell zum König. Er muss mir einen Armreif oder einen Ring geben. Was für ein Glück, dass ich den König noch eingeholt und er noch einen Ring bei sich hatte, den er mir gab. Nun schmückt dieser Ring meinen Finger und wird mir hoffentlich helfen können. Was für ein Scherbenhaufen ist das hier? Das ist ja nicht zu fassen. Wie komme ich da nur hindurch? Zakados! Zakados! Wer ruft denn da? Was willst du? Seid ihr der große Zauberer Zakados? Man sollte mich kennen. Ja, der bin ich. Ich bin sehr weit gereist, um den wohl mächtigsten Zauberer der Welt einmal zu sehen. Sagt an, würdet ihr mir ein Beispiel eurer Kunst geben? Könnt ihr vielleicht diesen Scherbenberg hier wegschaffen oder verwandeln? So etwas scheint mir unmöglich. Ich könnte, aber ungern. Wünscht ihr etwas anderes? Versteht mich nicht falsch. Ich möchte euer Diener werden, wenn ich darf. Und es wäre für mich leichter und sicherer, unverletzt zu euch zu kommen, wenn ihr so einen Zauber ausüben würdet. Wer seid ihr eigentlich? Mein Name ist Prinz Balduin, hoher Herr. Ein Prinz will mein Diener sein? Dann muss meine Macht aber sehr imposant sein. Nun gut, sieh her, Zacke und Zahn, Zauber vertan, Zinke und Zinne, Zauber verrinne, 20 und 2, Zauber vorbei. Ich danke euch. Ihr sagt gerade ungern. Zweifle nicht an meiner Gastfreundlichkeit.
Ich liebte einfach meinen Scherbenberg. Würdet ihr lieber diesen Ring in ein spitzes Schwert verwandeln? Mit Vergnügen und Lust. In dem Moment, wo Zakados den Ring in ein Schwert verwandelt, werfe ich den Ring auf ihn. Hoffentlich gelingt mein Plan. Sieh her, Zacke und Zahn, Zauberfangern, Zimt und Zitrone, Zauber sich lohne, Zinke und Zinne, Zauber beginne. Verfluchter Prinz, verflucht meine Neugier. Jawohl, voll ins Schwarze. Was ist denn hier passiert? Oh, Prinz Balduin, wie schön euch zu sehen, mein Prinz. Aber wo ist der Zauberer? Ich habe ihn mit List besiegt und er hat sich aufgelöst. Auf den Tag genau, vor 6 Monaten, sah ich euch zum letzten Mal. Ihr sagtet damals, ich sei euer Herz. Nun kann ich zu euch sagen, ihr seid mein Leben. Meine geliebte Aisha. Aisha, Aisha, looke to moi. Aisha, Aisha. Was für ein schönes Happy End. Selbst für mich. Denn wenn sich der Prinz und die Prinzessin so gut verstehen, wird bestimmt bald Hochzeit gefeiert. Und zu einer Hochzeit gibt es auch immer eine Menge Essen. Ganz bestimmt auch Sujuk. Yummy. Dann bleib ich mal am besten hier. Als der König und sein Gefolge noch im Wald waren, trat ein großes Beben auf. Sie sahen alle zum alten Zackenschloss von Zakados. Ohne die Macht des bösen Zauberers stürzte sein altes Zackenschloss ein und löste sich danach auf. Nichts erinnerte mehr an Zakados. Da wussten der König und seine Leute, dass der böse Zauberer besiegt war. Und gingen wieder zurück zu ihrem Schloss, wo sie von Prinz Balduin und Prinzessin Aisha herzlich empfangen wurden. Auch das Innere des Schlosses sah wieder aufgeräumt aus. Wenige Tage später heirateten Balduin und Aisha und lebten noch lange Zeit glücklich und zufrieden. Ende. Oh. Das hast du aber sehr schön erzählt. Hat richtig Spaß gemacht, dir zuzuhören. Vielen Dank. Aber dadurch, dass ich ja jetzt die ganze Geschichte erzählt habe, ist bestimmt als Belohnung etwas mehr Erdbeer-Leberwurst-Pudding drin. Oder, Kra? Ja, versprochen. Ich mache mich gleich auf den Weg. Bring am besten viel Pudding mit. Also noch mehr, als du vorhattest. Warum das denn? Schau mal rüber zu den Kartoffeln. Die sind auf einmal sehr unruhig. Da wird es bestimmt bald ein neues Abenteuer vom Kartoffelkönig zu erzählen geben. Kra, ich werde alles genau im Blick behalten und dir dann berichten. Da scheinst du recht mit zu haben. Also gut. Und soll ich dir noch ein Geheimnis verraten? Ja klar, gerne. Über Geheimnisse freue ich mich immer. Weißt du eigentlich, was später aus Prinz Balduin wurde? Nein, was denn? Prinz Balduin lebte noch viele Jahre glücklich mit Prinzessin Aisha zusammen. Doch kurz vor seinem Tod als alter Mann geschah etwas, was ihm nach seinem Tod zum Verhängnis wurde. Er wurde zum Rittergeist Nemaro, der viele Jahre lang im Kartoffelkeller dieses Gartens wogte, bis er damals vom Kartoffelkönig erlöst wurde. Was?
Prinz Balduin ist Ritter Nimmerruh? Das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Magst du mir da ein wenig mehr erzählen? Sehr gerne, aber nicht mehr heute, Graf. Für heute reicht es mir mit dem Geschichten erzählen. Na gut. Dann bis später, Kathi. Und euch, lieben Kindern, sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.